Hallo, ich bin Sabine von Porsche. Heute erkläre ich Schnellladen und insbesondere, wie man Zugang zu der Porsche Charging Superpower bekommt. Laden mit Superpower? Ja. Laden eines elektrischen Porsche kann richtig schnell gehen. Starten wir mit den physikalischen Grundlagen, mit denen sich jeder beschäftigen sollte. AC und DC. Elektrizität gibt es in beiden Formen und damit gibt es auch zwei Möglichkeiten zu laden. Die gute Nachricht, Sie können Ihren vollelektrischen Porsche mit beiden laden. Wenn elektrische Energie in die Batterie geladen wird, erfolgt dies mit Gleichstrom, DC. Wechselstrom, AC, ist überall verfügbar und der Standard, der vom Stromnetz in unsere Häuser gespeist wird und aus unseren Steckdosen kommt. Deshalb muss Elektrizität aus dem Netz in Gleichstrom, DC, umgewandelt werden, um die Hochvoltbatterie unseres Fahrzeuges zu laden. Die notwendige Umwandlung auf Gleichstrom findet im Inneren des Fahrzeugs, im Onboard-Ladegerät statt. AC-Laden wird häufig zu Hause oder im Büro verwendet. Allerdings ist die Leistung der Stromleitungen in Wohngebieten begrenzt. Das ist völlig akzeptabel, wenn längere Ladezeiten kein Thema sind. In der Regel wird das Fahrzeug für mehrere Stunden geparkt, was ideal zum Aufladen ist. Zum Vergleich, das Leistungsniveau von DC-Ladestationen beginnt bei etwa 50 Kilowatt und erreicht derzeit bis zu 350 Kilowatt. Wegen dieser deutlich höheren Leistung wird DC-Laden oft als DC-Schnellladen bezeichnet. In der Regel wird DC-Schnellladen für längere Strecken genutzt oder wenn es keine Möglichkeit gibt, das Fahrzeug zu Hause zu laden. Mit DC-Laden geht die Energie direkt in die Batterie und umgeht das Onboard-Ladegerät des Fahrzeugs. Da die Umwandlung außerhalb des Fahrzeugs geschieht, gibt es mehr Platz für große Gleichrichter, die erheblich mehr Leistung für den Ladevorgang bereitstellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit ist die Ladefähigkeit des Fahrzeugs für AC- und DC-Laden. Die Batterie muss fähig sein, Energie schnell zu speichern. Dazu muss der Ladezustand niedrig sein und die Temperatur der Batterie innerhalb des Idealbereichs für schnelles Laden liegen. Wenn der fahrzeugspezifische Ladezustand während des DC-Ladens erreicht wird, sinkt die Ladeleistung allmählich, bis die Batterie vollständig geladen ist. Da sich die Ladegeschwindigkeit verlangsamt, können Sie Zeit sparen, indem Sie das Fahrzeug nur bis zu 80% Ladestand laden. Stellen Sie sich die Batterie als einen großen Parkplatz vor. Die Größe des Parkplatzes spiegelt die Kapazität des Akkus wider. Je leerer er ist, desto einfacher und schneller kann ein Fahrzeug oder ein Elektron einen Platz finden. Bei idealer Batterietemperatur sind mehr Parkplätze frei. Der Parkplatz oder die Batterie kann viel schneller befüllt werden. Ist der Parkplatz zu 80% gefüllt, müssen alle Fahrzeuge oder Elektronen länger nach einem freien Platz suchen. Die Füllgeschwindigkeit ist entsprechend reduziert. Kommen wir zurück zu Porsche. Wir haben eine Option hinzugefügt, um die Batterietemperatur zu überwachen. Damit können Sie den Verlauf der Batterietemperatur verfolgen. Um dies einzurichten, wählen Sie die rechte Tube im Kombi-Instrument durch Drücken dieser Taste am Lenkrad aus und wählen Sie Informationen. Für den Fall, dass Sie keine Batterieinformationen sehen können, konfigurieren Sie Folgendes im Porsche Communication Management. Wählen Sie Einstellungen, Displays, Kombi-Instrument, nutzerdefinierte Ansicht und wählen Sie die Information, die angezeigt werden soll. Wir empfehlen folgende Einstellung: aktuelle Batterieladung, Batterietemperatur und Bordnetzspannung. Die ideale Batterietemperatur zum schnellstmöglichen Laden Ihres Elektro-Porsche hängt von einigen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Ladezustand Ihrer Batterie beim Start des Ladevorgangs. Als Richtwert gilt, die Batterie lässt sich bei ca. 30 Grad Celsius optimal schnell laden. Die Ladesäule bestimmt überwiegend, wie schnell ein Elektrofahrzeug geladen werden kann. Die Leistung der Ladesäule sollte immer größer als die maximale Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs sein, um eine optimale Ladeleistung zu erzielen. Sie können Zeit sparen, indem Sie Ihr Fahrzeug nur bis ca. 80% Ladestand aufladen.
Für noch mehr Komfort nutzen Sie den Porsche Charging Planner auf langen Strecken. Alles, was Sie benötigen, ist eine aktive Routenführung im integrierten Navigationssystem. Der Planer erledigt dann fast alles automatisch im Hintergrund. Er kümmert sich auch um die Vorkonditionierung der Batterie, damit sie die optimalen Voraussetzungen für schnelles Laden hat. Schauen Sie sich gerne unser Spot-on-Video zum Thema Porsche Charging Planner an. Wir sehen uns im nächsten Video.